2023 steht im Deutschen Leichtathletikverband ganz im Zeichen der Weiterentwicklung unserer digitalen Infrastruktur. Innerhalb unseres digitalen Ökosystems fehlt uns aber eine Austauschplattform, die es uns möglich macht, mit unseren Landesverbänden und all den engagierten, aber auch hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern enger und direkter in den Kontakt zu treten. Deshalb wollen wir im kommenden Jahr den sogenannten DLV Campus implementieren und gemeinsam mit den Landesverbänden entwickeln. Unser Ziel ist es, diese Plattform zu einem interagierenden Netzwerk zu entwickeln, das gerne Wissen teilt, offen Fragen stellt, sich gegenseitig unterstützt und zu aktuellen Themen der Leichtathletik enger und direkter in den Austausch kommt. Denn momentan gelingt es uns nicht, das vorhandene Wissen ausreichend sichtbar und für alle gleichzeitig nutzbar zu machen. Wir sind überzeugt davon, dass dies wertvolle Ressourcen sparen kann und wir damit mithilfe eines solchen Netzwerkes auch Silos aufbrechen und eine bessere crossfunktionale Zusammenarbeit realisieren können. Außerdem soll uns dieses Netzwerk dabei helfen oder diese Plattform dabei helfen, unser Beteiligungsmanagement auf ein höheres Qualitätsniveau anzuheben. Deshalb wollen wir den DLV Campus dafür nutzen, vorhandene Projekte, aber auch neue Ideen im Kontext dieser Strategie hier gemeinsam zu bearbeiten. Wenn wir an den Campus und an das zukünftige Wissensnetzwerk denken, dann sind es zunächst drei übergeordnete Begriffe, die uns dabei besonders wichtig sind. Der Begriff der Synergie. Wir wollen Synergien erleben, indem wir Wissen miteinander teilen. Der Begriff der Qualität. Die Qualität im Bereich der Kommunikation, die wir auf ein deutlich höheres Niveau heben wollen, aber eben auch im Kontext des Beteiligungsmanagements und der Partizipation. Und last but not least, die Ressourcenorientierung. Wir sind überzeugt davon, dass vorhandenes Wissen, wenn es geteilt ist, an vielen Stellen deutlich zu Ressourceneinsparungen führen kann.